YouTube-Aufnahme ist auch wieder an. Pausenbildschirm aus. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, ich habe gerade eine Pause gemacht, Spiel. Danke für den Hinweis. So. Victini scheint noch nicht da zu sein. Wäre ja dann hier in der Ecke da hinten. Ja gut, das heißt wohl, dass wir noch einen weiteren Job-Dungeon vor uns haben. Moment mal, das müssen wir hier machen. So. Ich lasse erstmal die übrigen Schatzboxen aufmachen. Vielleicht kriegen wir ja eine Teamfähigkeit raus. Also dann, Ramaidon, walte deines Amtes. Ein Aleatoskop, okay. Das können wir zumindest gut verkaufen. Noch ein Top-Elixier. Was haben wir hier? Noch ein Top-Elixier. Naja, hat sich ja jetzt nicht sonderlich gelohnt, aber gut. So, die ganzen überschüssigen Schals können weg. Die Siedelbeeren behalte ich vorsichtshalber mal. Die Belebersamen, die lege ich gleich noch ab. Das Ding braucht man auch nicht unbedingt. Und alles verkaufen. Ja, das geht voll in Ordnung. Hast du irgendwas, was ich brauchen könnte? Gut. Bis auf den einen Belebersamen nicht wirklich was Interessantes dabei. Ich habe viel zu viele Sinelbeeren hier. Belebersamen nehme ich mal nur einen mit. Zwei Top-Elixiere reichen auch. Eine Pirsif, eine Phragia. Ich habe leider noch keine Amrena-Beeren. Aber gut. Müssen wir noch mal ganz kurz checken, was wir noch brauchen. Bam, 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 bam. Zwei Hartsteinsplitter brauchen wir noch. Dann sortieren wir das doch mal nach Stein. Da gäbe es zwei. Da auch. Das hier ist eine Zwei-Stern-Mission, das heißt, die machen wir eher als eine Ein-Stern. Gibt es auch mehr Geld dafür. Das können wir eigentlich auch sofort erledigen. Okay. Das ist, glaube ich, nur bis Ebene 4 der Auftrag. Heißt, das sollte nicht allzu lang dauern. So. Du darfst eigentlich auch wieder rumrennen, wo du willst.
Kommen sie hier schon mit Distanzattacken an. Machen aber keinen Schaden. So. Einmal hier. Und einmal das hier. Die Molga ist vergiftet. Ach, und der auch. Ach Jungs, was stellt ihr da immer an? Vergiftet kann ich euch jetzt nun wirklich nicht rumrennen lassen. Dafür habe ich nicht genug Passivbären dabei. Und den Strawickel hat einen Heilsamen aufgehoben. Na gut, schauen wir mal, vielleicht kriege ich den ja irgendwo, dann ist das ein netter Ersatz für die Passivbäre. Das scheint er zu sein, oder? Ja, das ist er. Ein Kraftband. Hier gibt's nix. Dann schauen wir uns auf der Ebene noch ein bisschen um. Kann ja immer sein, dass man ein paar nette Items irgendwo findet. Oder ein paar Gegner, die man verkloppen kann. Okay, dann lassen wir sie mal wieder laufen. Ich könnte denen stundenlang dabei zusehen, wie sie einfach nur irgendwelche Gegner in den Dungeons verkloppen, auch wenn ich nur die Punkte auf der Karte sehe. Vor allem ist es die einfachste Methode, um irgendwie an Erfahrungspunkte zu kommen, weil man dafür eigentlich nur zwei Knöpfe gedrückt halten muss. Ich krieg auch mal wieder einen Gegner. Ja, komm. Kriegst eine Kalkklinge. Und eine Gewissheit hinterher. 95 Schaden. Weil Verteidigung gesenkt und auf unter die Hälfte der KP. Und da kommt der Wind.
Immer diese Gänge, die so viel Sinn machen. Seid ihr im Chat eigentlich gerade alles so still? Sagt doch mal wieder was. Noch ein Vitalorb. Dir fällt nichts ein, ja, dann lass dir was einfallen. Kalkklinge aufpoliert. Okay, möchte jemand ein Schallquapp sein? Ich nehme die Angebote entgegen. Ja, Proto, da hast du recht. Gemüse ist gesund. Also, Namensvorschläge. Dranu? Okay. Warum nicht? Ups, eins zu wenig. Hier wollte ich hin. Ich kann es nennen, wie ich will, solange es nicht deinen Namen trägt, Leon, okay? Leon, hast du eigentlich irgendein Wunsch-Pokémon, das du sein willst? Bevor du sagst, nein, Shigi gibt's nicht. So. Viridium ist damit auch schon wieder aufgestiegen. Okay. So. Wir nehmen schon nicht mal mehr Schaden von den Gegnern. Erste Anzeichen, dass wir überlevelt sind. Im Olga Level 21.
Eine Liste der Pokémon, die man erhalten kann. Ziemlich genau alles, was in Gen 5 ist. Okay, das ist das beliebte Band. Mitnehmen kann ich es ja schon mal. Die Treppe muss ich ja nur... Ich kann ja danach noch sagen, dass ich noch zur Treppe gehen will. So. Okay, das heißt, ich werde beim nächsten Gegner Level up, wenn der jetzt schon wieder vor mir aufsteigt. Ah ja. Tolle Nachricht. Strepoli. Ja, dann mach halt irgendwie irgendwas im Internet auf. PokeWiki, da, die haben noch einen ganzen Gen 5 Decks. So, da kommt die Zornklinge und was machen wir denn für die Zornklinge weg? Prinzipiell brauche ich Aquaknarre nicht mehr, wenn ich Kalklinge habe. Ja, Leon, ich weiß, dass du Gen 5 Pokis nicht so magst. Aber daran kann ich jetzt nichts ändern. So, da will man einmal nach Gegnern suchen und dann kommen keine. Ich will doch zumindest noch die Attackenpunkte von meiner Kalkklinge alle raushauen. Hier ist auch nichts. Und bleiben wir mal noch ein bisschen hier. Vielleicht kommen mir hier noch ein paar Pokémon entgegen. Ah, mal wieder ein Pokémon, sehr schön. Vier Kalklingen müsste ich noch loswerden. So.
Einen Gegner hätte ich gern noch. Okay. So. Dann gehen wir jetzt hier raus. Dann haben wir jetzt das Baumaterial zusammen für das, was ich bauen will. Und nochmal 40 Punkte. Jetzt kommen die V-Wellen. So. Yep, da sind sie, die V-Wellen. Doch, Proto, jetzt kommt Victini. Oh, guten Morgen alle zusammen. Nanu, wo ist denn der Molga? Stimmt, er ist nicht da. Bis eben war er noch hier. Ah, woher kommt plötzlich dieser Wind? Ach ja, das ist die V-Welle. Exakt, die V-Welle. Es ist also wieder soweit. Oh, der Wind hat sich gelegt. Dieser Wind eben, was war das? Also, normal war das ja wohl nicht. Das war die V-Welle. V-Welle? Ein ganz besonderer Wind, der jedes Jahr um diese Zeit weht. Ob Feuer oder Wasser, es gibt Wellen für jeden Pokémon-Typ. Nehmen wir mal an, an einem bestimmten Tag weht eine Feuerwelle. Dann sind an diesem Tag Feuer-Pokémon stärker und steigen schneller im Level auf. Verstehe. Das heißt also, an so einem Tag ist man als Feuer-Pokémon im Vorteil, richtig? Oh, aber bedeutet das dann, dass alle Pokémon, die nicht vom Typ Feuer sind, einen Nachteil haben? Das hast du gut erkannt. Aber sei beruhigt. Die V-Welle ändert sich mit jedem Tag, so wie das Wetter auch. Man ist also nicht längerfristig im Vorteil oder Nachteil. Leite! Oh, Emolga, wo warst du denn? Kommt schnell alle zum Paradieszentrum. Mollard möchte uns etwas zeigen. Mollard? Hm, das wäre geschafft. Ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die V-Wellensaison ist da. Da habe ich das hier aufgestellt. Was ist denn das? Die V-Wellenvorhersage. V-Wellenvorhersage? Was denn? Sagt euch das etwa nichts? Na schön. Dann werde ich jetzt mal Licht in eure dunklen Birnen bringen und... Hm? Ich meine, mit dem größten Vergnügen erkläre ich euch alles bis ins kleinste Detail. Also dann mal alles schön der Reihe nach. Der V-Wellentyp ändert sich jeden Tag, genauso wie das Wetter. Jeder fragt sich schließlich täglich, wie heute oder morgen wohl das Wetter wird. Deshalb gibt es Wettervorhersagen. Mit der V-Welle verhält es sich ebenso. Die V-Wellenvorhersage verrät euch die V-Wellentypen der nächsten Tage. Sprich, es ist genau wie mit der Wettervorhersage, nur eben für die V-Welle. Werft doch mal einen Blick auf die Tafel. Seht ihr die diversen V-Wellentypen? Ja, also heute hat die V-Welle den Typ Kampf, morgen Elektro und übermorgen Wasser. So ist das also.
Wenn die Welle heute den Typ Kampf hat, sind Pokémon vom Typ Kampf im Vorteil. Ich bin ja vom Typ Normal. Gegen den Typ Kampf bin ich ja also prinzipiell im Nachteil. Würde ich heute auf eine Expedition gehen, müsste ich mich vor Pokémon vom Typ Kampf also noch mehr vorsehen als sonst. Aber dafür hat die V-Welle morgen den Typ Elektro. Bist also zum Glück nicht lange im Nachteil, du Miesel. Und ich bekomme dann sogar einen extra Kraftschub. Genau. So schaut's aus. Genauso solltet ihr euch die V-Wellen-Vorhersage zunutze machen. Okay, Leon. Skelabra bzw. Lichtel, Zoroark oder Zorua. Und. Ja. Alles klar. Das Fake-Shiggy. Was ist das? Ja, was ist das wohl, hm? Achtung! Da kommt was von oben! Es kommt genau auf uns zu. Ja, Kenji, besser hätte man es nicht ausdrücken können. Tada! Da bin ich's. Ich bin's, Victini. So, weil Victini jetzt da ist. Plopp. Was ist denn jetzt los? Ach, du bist Victini. Musst du uns so einen Schrecken einjagen? Wenn du schon hier landest, heißt das, du machst dieses Jahr deinen Laden hier auf? Ja, meine Wahl ist auf diesen Ort gefallen. Ich habe das so entschieden. Einfach so. Auf gute Nachbarschaft allerseits. Und dabei ist natürlich mein V-Roulette! Kennst du dieses Pokémon, Strepoli? Klar tue ich das. Aber nicht nur ich, sondern alle, die hier wohnen. Sein Name ist Victini. Taucht immer zur V-Wellensaison auf. Und was ist das da? Das ist mein ganzer Stolz. Mein V-Roulette. Mein Handwerkszeug sozusagen. Wenn man es dreht, kann man die heutige V-Welle ändern. Was? Man kann damit den Typ der V-Welle ändern? Ja, mit meinem fantastischen V-Roulette. Einfach nur drehen. Ob sich der Typ ändert, hängt jedoch allein vom Glück ab. Es gibt keine Garantie. Ach ja, das V-Roulette kann man nur einmal am Tag drehen. Ihr habt also nur eine Gelegenheit, daher solltet ihr sie nutzen. Investiert ihr allerdings genug Geld, könnt ihr den Typ vielleicht auch so ändern. Vielleicht aber auch nicht. Findet es heraus mit dem V-Roulette! Victini, wir haben uns ewig nicht gesehen. Oh, Viridium. Lange nicht mehr gesehen. Du lebst jetzt also hier. Toll. Und du bist munter wie eh und je. Nur eine Sache. Dein ewiges V-Roulette und diese Pose da. Meinst du, du könntest die in Zukunft sein lassen? Du könntest anderen Pokémon damit womöglich auf die Nerven gehen. Ja, du hast recht. Einverstanden. Ich höre auf damit. Ganz bald schon. Sicher sogar. Vielleicht. Und täglich grüßt das V-Roulette. Und hallo, Jerome. Schön, dass du da bist. Kilian, Domi, Victini ist zwar etwas eigenwillig, aber er ist ein super freundliches Pokémon. Er will all den Pokémon helfen, die an der V-Welle verzweifeln. Also reist er mit seinem V-Roulette um die ganze Welt. Genau, um die ganze Welt. Mein V-Roulette und ich drehen zusammen unsere Runden. Hahaha. Hahaha, mein V-Roulette. Wie dem auch sei, das V-Roulette benutzt ihr am besten nur, wenn ihr es braucht. Sprich, wenn ihr unbedingt den Typ der V-Welle ändern wollt. Alles klar. K-
Kilian, das V-Rad kann man wohl nur einmal am Tag drehen. Also sollten wir es mit Bedacht einsetzen. Ja, machen wir doch direkt mal. Vielleicht krieg ich ja die 20% Chance hin und kann den V-Wellentyp auf eine Wasser-V-Welle ändern. Das wäre nämlich super. Weil alles andere ist mir aktuell noch ein bisschen zu teuer. Für 7777 Poke könnte man ja die V-Welle beliebig ändern, wie man will. Dann hätte man eine 100% Chance. Also, ich muss die Starttaste drücken. Also dann. Ja, der ganze Twitch-Chance spammt schon V-Roulette. Und probieren wir es doch einfach mal. Schade. Naja. Hab eh nicht erwartet, dass es was wird. Aber gut. Wenn wir eine Kampf-V-Welle haben, wird zumindest Viridium stärker. Apropos, eine Sache noch. In der V-Wellen-Vorhersage hätte ich gerne noch gesehen, was wir haben. Stärkebonus, EP-Bonus, AP-Energiesparer und Effekthascher. Okay. Sollte man nur immer nachlesen, was da genau alles drin ist. So, und jetzt dazu, das wollte ich nämlich auch noch machen, bevor wir das vergessen. Moment mal, stimmt. Ja, bei dem kann ich es ja nur erschließen. Ich muss ja ins Paradies selber gehen, wenn ich was bauen will. So. Bauen wir das Ding doch einfach mal hier hin. So. Und zwar hätte ich hier gerne ein Wasserdojo. Ja, bitte bauen. Ja, Kenji, da hast du schön gesehen, da warst du. Alle Pokémon, die wir hier irgendwie rekrutiert haben, rennen hier im Paradies rum. So. Und wir haben den Kifferaffen. Was soll denn mit dem ganzen Salz, hier? Ich bin doch nicht Crip. So. Ich würde hier gerne was trainieren. Und zwar die Kalkklinge ist immer eine einzige Wasserattacke, die ich gerade habe. So. Was bauen wir denn als nächstes? Könnten ja ein Elektro-Dojo für Emolga und für Domi bauen. Brauchen wir das gleiche Schimmermetall und Hartsteinsplitter? Okay, das kriegen wir doch irgendwie besorgt. Okay, ich sehe schon, der Twitch-Chat will, dass ich jeden Tag das V-Roulette benutze. Okay. Dann, oh Moment mal, bevor wir hier noch was machen, ich glaube, ich habe noch ein paar Schatzboxen, die da ein gewisser jemand aufmachen kann. Diese elende V-Welle, ich hasse sie. Ja,
So. Komm schon, lass mal eine Teamfähigkeit drin sein. Ah! Effektiver haben wir als Fähigkeit bekommen. Okay, wir haben jetzt erhöhte Volltrefferchance, wenn die Attacken sehr effektiv sind. Und ein Persimband. Und was haben wir jetzt noch? Oh, ein Goldband, nett. Das löst vorübergehend zumindest mal meine Geldprobleme. Und ein Versammlungscape und jetzt für die letzten Patronen reicht's nicht mehr. Aber wir haben ja jetzt ein Goldband bekommen. Keklin, ich habe gehört, du willst dieses komplett nutzlose, aber wunderschöne Goldband kaufen und dieses Versammlungscape und dieses Persimband und das Kraftband hier auch. Finde ich aber nett von dir. So, dann machen wir hier noch die süße Box auf. Und noch ein Goldband, super. Mehr Geld. Und noch ein Goldband, oha. Sehr schön. Geldprobleme sind gelöst. Und ich habe gehört, die Goldbänder haben dir so gut gefallen, du willst gleich noch zwei davon. Und du wirst mir 3000 Poké dafür geben. Moment mal, jetzt wollen wir so viel Geld haben. Was haben wir denn hier alles? Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So, ah ja, weil es mir jetzt gerade so auffällt, wir haben inzwischen das dritte Paradies-Theme schon. Und beim Mordort wollte ich noch vorbeischauen, ob der noch was Schönes hat. Und bam, bam, bam. Der hat eine Aero-Astm. Wäre nicht schlecht. Das Geld dafür hätte ich gerade auch, wenn es mich fast mein gesamtes Geld kostet. Aber komm, die leisten wir uns jetzt einfach mal. Können hier nämlich einige von uns lernen. Ich kann dafür den Tackle wegmachen, den brauche ich nicht mehr, wenn ich eine Flugattacke habe. Dann Emolga hat damit sogar noch eine Step-Attacke. Was macht man dafür weg? Die Frage ist, wozu braucht er einen Donnerschock, wenn er einen Funkensprung hat? Donnerschock ist halt lediglich fast einen ganzen Rang höher. Oder eigentlich sogar mehr als einen ganzen Rang. Das ist das Einzige, was den Donnerschock gerade besser macht. Aber
Ich tue ihm mal die Verfolgung erstmal weg. Braucht er eh nicht so wirklich. Und Viridium kann sie auch lernen. Und dafür machen wir einfach mal den Bodycheck weg. Ich stehe eh nicht so auf Attacken, die einen selber verkrüppeln. Ja, Proto, du darfst gerne einen Reflektor kaufen, wenn du willst. So, Hartsteinsplitter und Schimmermetall brauchen wir jetzt wieder. Suchen wir erstmal nach Metall. Bum, 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 bum. Kargschlucht Ebene 4, 2-Sterne-Mission. Mach mal. Und weil es nur 4 Ebenen sind, kann ich wieder auf jeder Ebene schön trainieren. Schon die Wirkung von unserem netten, von unserer netten Teamfähigkeit. Das war gerade schon ein Crit. Was heißt hier Lackproto? Das ist Skill. So. Ich wollte schon fragen, kommen jetzt überhaupt keine Gegner mehr bei keinem von dem Team? Ein sehr, sehr langer Gang war das jetzt. Ist da unten noch irgendwo ein Raum in der Mitte? Jupp, sogar der mit der Treppe. Und so kommt die Attackenpunktverschwendung zustande, wenn sie einfach weiter irgendwo random draufhauen, während sie verwirrt sind. Ein Schaden. Ist ja schon fast niedlich. Ich habe das Gefühl, ich bin inzwischen ein bisschen überlevelt. Zu mir will heute irgendwie kein Pokémon kommen. Also, und Leon, da bist du selber schuld, wenn du bei Crown einen Deathwing Dragonlord tötest. Bei dem kannst du immer davon ausgehen, dass der einen Drachen auf der Hand hat. Meistens sogar zwei. Eine schicke Box.
in der ganzen Zeit niemand bei mir vorbeigekommen. Echt schade. Nee, Molga kommt heute mit mir und Domi ist auch im Schlepptau. Klinge ist Level 2, yay. Wir haben zumindest schon mal den ersten Grundstein gelegt. Jetzt geht's dann eh immer schneller mit der Kalkklinge. Oh. Ah ja. Das ist wieder so ein Pokémon, das ich jetzt wahrscheinlich nicht hätte aufwecken sollen. Moment mal, was macht denn auf dich eine Teamattacke? Hui, nett. Okay. Ich sollte auf jeden Fall was essen. Zum Glück habe ich ein paar Sinelbeeren dabei. ...308 Erfahrungspunkte. Gut, das war mir die Sinelbeere wert. Und die Kalkklinge habe ich dann nebenbei auch noch schön trainieren können. Die Teamattacke ist sowieso in 0, nix wieder aufgeladen. Da ist die Treppe. Mich interessiert jetzt noch, was da hinten ist. Falls da noch irgendwas ist. Anscheinend ist hier noch was. Aber nichts Interessantes, wie es scheint. Geduld. Siehst mal, wie weit dich deine Geduld bringt. Na, dann schauen wir mal, vielleicht kommt ja hier irgendein Pokémon vorbei. Schöne an Aeros, da das jetzt auch drei Pokémon im Team können. Steigt die Attacke auch dementsprechend schnell auf. Und kriegt dementsprechend auch relativ schnell AP dazu. Ja, Leon, da hast du richtig gehört, ich mag Mudkips. Yay, Level 20. Nächste Attacke lerne ich mit 23. Aber das ist eine gute Attacke. Mit Ausnahme von Vergeltung kommen in nächster Zeit sowieso nur gute Attacken.
Kargschlucht Ebene 3 und wir spawnen direkt neben der Treppe und das ist in diesem Spiel eine verdammte Seltenheit. Ich erlebe es nicht häufig, in Gates to Infinity direkt neben der Treppe zu spawnen. Das passiert in Rot, Blau, Zeit, Dunkelheit und Himmel wesentlich häufiger. Da hatte ich teilweise auch mal die Sache, dass ich fünfmal hintereinander direkt im Treppenraum gespawnt bin. Und Emolga lernt wieder eine neue Attacke. Schockwelle. Ja gut, dafür können wir den Donnerschock jetzt mal wegmachen. Ein Goldbarren und ein Star-Orb. Ja, auf den Moment freue ich mich auch schon. Wieder eine harte Box. Finde ich gut, in jeder Box könnte eine Teamfähigkeit drin sein. Wieder aufpoliert. Wie schaut es mit den Attacken im Team aus? Okay, meine Kalklinge ist das Einzige, was überhaupt leer ist. Nachdem wir jetzt so viele neue Attacken hier mit drin haben, dürfen die jetzt auch sowieso erstmal wieder ein bisschen trainieren. Noch eine Box. Okay. Und da kommt wieder der Wind. Dann sind wir jetzt eh schon wieder auf der Zielebene. Und hier befindet sich Cognodon.
bisschen auch mal die Zornklinge trainieren. Okay. Irgendwie rennt gerade nur Emolga rum, weil die anderen zwei sich irgendwie da oben wieder gegenseitig verbuggen. Na gut. Hat sich das eh schon wieder aufgelöst. Und Viridium ist auf 25 und lernt eine neue Attacke. Was lernt sie denn? Rechte Hand, nein, danke. Wieder ein Flapterix. Nicht mit mir. Nein, Leon, so weit will ich jetzt nicht gehen, dass ich so zu solchen Mitteln greifen muss. Facecam wäre noch eine Überlegung wert, aber da müsste ich mir erstmal eine besorgen. Er könnte das Ganze ja finanzieren, indem er einfach unten auf diesen tollen Loot-Link klickt und einfach mal ein bisschen lootet, da verdiene ich auch ein paar Cent dran. Hey, Level Up 21. Und der lernt schon wieder eine neue Attacke. Doppelteam, nee, danke. Ja, Leon, ich stell's demnächst ja noch ein. Ach ja, stimmt, ich muss ja hier eigentlich was machen, ne? Was muss ich hier überhaupt machen? Ich muss Cognodon retten. Na gut, nachdem es ja nur noch einen einzigen Ort gibt, an dem ich nicht nachgesehen habe. Okay. Ah, da ist er ja. So. Und dann gehen wir hier. So, wir kriegen wieder 200 Poke, etwas Schimmermetall und ein paar frische Kräuter. Und ein Spezialband und 40 Paradiespunkte. Und das gibt uns direkt den Silberrang.
So, was kriegen wir diesmal alles? Wir können jetzt bis zu 40 Items im Beutel haben. Ein Flinksamenfeld, Schlafsamenfeld, Warpsamenfeld, Bonusweg-Auskunft, Kampf-Dojo, Flug-Dojo, ein Level-Up-Samen, nett, und zwei Belebersamen und ein Wassergeschenk. Und ein Unisono-Schal. Außerdem 5 Goldbarren. So. Ach, das neueste Otrololo Survival PvP Game. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Das ist so richtig funny und so. Spielt doch heutzutage jeder. Und wir haben eine Cutscene. Ist das ein Traum? Hilfe! Oh. Das eben. Tommy? Schläft noch. Es war also ein Traum. Aber diese Stimme. Die Stimme in dem Traum. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sie um Hilfe rufen höre. Das erste Mal war kurz bevor ich in diese Welt gekommen bin. Wenn ich so darüber nachdenke, diese Stimme wollte doch von mir, dass ich die Welt der Pokémon rette. Deswegen bin ich letztendlich hier. Aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Ich dachte ja, das würde mir nach einiger Zeit schon klar werden. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber jetzt hatte ich diesen Traum. Vielleicht kann mir ja diese Stimme einen Hinweis darauf geben, was ich tun soll. Aber so wie dieses Pokémon um Hilfe gerufen hat... frage ich mich, ob es ihm gut geht. Ich kann es nur hoffen. Aber ich hätte ja wohl kaum seine Stimme gehört, wenn es ihm nicht gut ginge, oder? Dann wird es wohl immer noch gejagt. Ich muss ihm schnell helfen. Nanu, Kilian, bist ja schon auf. Aha. Morgenstund hat Goldemund, was? Tja, in Wahrheit konnte ich danach bloß einfach nicht mehr einschlafen. Aber mir da und Gedanken zu machen, bringt natürlich auch nichts. Ich kann wohl fürs Erste geduldig auf weitere Hinweise warten. Falls dieser Traum tatsächlich der Schlüssel zu allem ist, dann offenbart sich beim nächsten Mal vielleicht noch etwas mehr. Wie dem auch sei, erstmal guten Morgen. Lass uns auch heute wieder alles geben. Also, nein, Leon, ich lasse mir definitiv keine Glatze rasieren. Soweit kommt's noch. Und ja, der frühe Wurm fängt den Vogel, das stimmt. Gerade wenn ich so an gewisse gigantische Sandwürmer aus Hearthstone denke... ja, wir können das Sinelbeerenfeld ernten. So, ich würde hier gerne weiter anbauen. So, dann trainieren wir unsere Kalkklinge einfach mal weiter.
So. Dann steht jetzt zumindest schon wieder kurz vom Level ab. Ah ja, Leon, alles klar. Also nur mal, damit ihr es wisst, ich bin nicht famegeil. So. Wir haben heute Elektro-V-Welle. Ist prinzipiell ganz okay. Hilft im Molga und Dommi. Aber eine Wasser-V-Welle ist mir trotzdem lieber. Ja, Kenji, so einen Namen brauche ich unbedingt noch. Aber es wäre dann eher sowas wie XY Noob Slayer ZV oder sowas in der Richtung. So. Dann lassen wir mal wieder das V-Roulette kreisen. Bei dieser wundervollen Musik. Und stopp. Das wird wahrscheinlich nichts, oder? Nö, das war einer zu weit. Naja, macht nichts. Elektro-V-Welle ist ja mindestens genauso gut. Ich habe wieder ein paar Boxen dabei. Chillabells Geschenkladen hat offen. Okay. Oh, meine süße Chillabell. Alles klar. Der und seine Chillabell. Und was haben wir drin? Eine AP-Memo. Oh, sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ein Persivschal. Okay. Nichts, was ich brauchen würde. Sammlungscape, schon wieder nur Müll. Und ein Goldbarren, sehr schön. Ich wollte nochmal nachschauen, wie viele Goldbarren kosten eigentlich die Memos. Ach, Echnatoll ist noch nicht mal da. Wozu habe ich die ganzen Goldbarren, wenn ich sie noch nicht mal benutzen kann? Mein Keklin, du willst mir doch bestimmt wieder ein paar nutzlose Bänder abkaufen. Der Spezialband behalte ich jetzt einfach mal. Das Wassergeschenk brauche ich auch nicht wirklich. So,
Emolga hat bei mir gerade eh mehr physische als spezielle Attacken, aber trotzdem kann er, glaube ich, mit einem Spezialband noch mehr anfangen als mit einem Zinkband. Den Level-Up-Samen hebe ich mir für später auf. Das AP-Memo, das können wir eigentlich gleich benutzen. Auf zum Dojo. So. Wir machen das mal auf die Kalkklinge, dann geht die von 18 AP. So, wie viel AP haben wir jetzt drauf? Jetzt sind es 20. Und 2 AP extra. Und das finde ich sehr schön. So lässt sich die Attacke nämlich noch leichter trainieren, weil wenn ich mehr AP habe, kann ich sie öfter einsetzen. Und wenn ich sie öfter einsetzen kann, dann steigt sie schneller auf. So. Morlot, hast du noch irgendwas Schönes? Na gut, mit der Teamattacke weiß ich schon. Ich würde gerne wieder einkaufen bei dir. Bam, 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 bam. Das einzige, was er wirklich da hat, wäre ein Belebersamen, aber ich will gerade wieder ein bisschen Geld sparen. So. Ich brauche wieder Hartsteinsplitter, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar 2 Stück. Nachdem ich sowieso relativ bald wieder eine Pause machen will, wobei eigentlich geht's ja. Ich mache jetzt noch den 7-Ebenen-Dungeon hier. Und danach machen wir wieder eine Pause. Also dann los geht's. Na dann mal weiter beim fröhlichen Kalkklinge trainieren. Oh, Glitzerboden. Ein Plosivsamen, okay. Hätte was Besseres sein können. Und Kalkklinge wurde wieder etwas aufgestuft. Und Gewissheit ist auch schon wieder gleich soweit.
Wobei Gewissheit die nächste Attacke ist, die dran glauben wird. Für die nächste Attacke, die ich dafür nämlich lerne, gebe ich die nämlich gern mal ab. Wieder ein Klick-Klack. Nicht sicher, ob ich das jetzt wieder angreifen sollte. Zumindest nicht ohne eine Team-Attacke, die bereit ist. Ich kann sie ja die Team-Attacke mal aufladen lassen. Mit einer Team-Attacke kann ich das Ding dann schön kaputt hauen. Weil sonst hält mir das Ding ein bisschen zu viel aus. Ja, wir brauchen mehr V-Roulette für Proto. Sobald das nächste Mal ein Teammitglied hier irgendwo vorbeikommt, dann werde ich ihn auch angreifen. Zu zweit schaffen wir den schon. Ja. Oder es kommt vorher der Wind. Okay, Teamattacke wäre bereit. Ui, der kann Donnerschock. Stimmt ja, da war ja noch was. Und Licht ist ja noch nicht effektiv auf Stahl. Sind ja hier noch in Gen 5 und so. So, kurz KP noch recken und ab auf die nächste Ebene. Okay, wir haben zwar schon ein Lichtel, aber soweit ich es weiß, wollte Leon doch auch ein Lichtel-Latenecto-Skelabra sein. Das heißt, wir könnten hier eigentlich ein zweites Lichtel für Leon sponsern. Komm, nehmen wir einfach. Und weil es schon mit L anfängt, machen wir gleich einen Leon draus. Also Leon, darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen. Ja, Proto, genau meine Meinung. Geld.
Da ist schon wieder irgendeine Attacke aufgestuft worden. Oh, es war Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb ist jetzt Level 5. Okay, der verkauft nur Piercive-Bären. Okay. Dieses Kakleon sollte drüber nachdenken, eventuell sein Warensortiment zu erweitern. Oder er sollte eine Giftfalle vor seinem Laden aufstellen. Bleiben ja nicht mehr viele Möglichkeiten, wo die Treppe noch sein kann. Da ist sie ja. Okay. Ein PC mit League of Legends. Was will ich denn mit LOL? Irgendjemand, der ein Elitzeber sein will? Ich warte auf freiwillige Kommentare und während ich darauf warte, werde ich wohl mal ganz schnell bei mir das Licht anmachen, bei mir wird es nämlich langsam ziemlich dunkel hier drin. Ich soll es Keksdose mit ZK nennen. Oder ist das C da drin ein Tippfehler?
dachte ich es mir. Dann ist das jetzt die Keksdose. Wir schicken die Keksdose nach Hause. Tschüss, Keksdose. Falls übrigens immer noch irgendjemand einen Vorschlag für einen besseren Teamnamen hat, ich bin immer noch offen für irgendwelche Vorschläge. Nein, wir haben schon eine Keksdose. Ist auf Level 22, das heißt, beim nächsten Gegner komme ich auf 22. Wobei, muss nicht mehr hundertprozentig heißen. Wir haben Elektro-V-Welle, der hat einen Erfahrungspunkt-Bonus. Aber gut, morgen ist er dafür eine Wasser-V-Welle. Mal schauen, wie hoch der Ruckzuck geht, bis zum Ende von diesem ganzen Abenteuer noch kommt. Also Level 6 wird er wahrscheinlich noch erreichen, Level 7 glaube ich nicht mehr. Schockwelle ist aufgestiegen. Oh, ich habe keine Kalkklingen mehr. Wie schaut's denn eigentlich allgemein mit den Attackenpunkten aus? Okay, nur die Kalkklinge leer, alles andere. Gut, die Schockwelle ist auf 5, aber alles andere ist noch zweistellig. Oh, hallo Drano, schön, dass du auch wieder vorbeischaust. Bin hier gerade... Nee, hatte gerade keine Lust drauf. Bin hier gerade viel am Trainieren. Wie man sieht, mit Erfolg.
Bin schon wieder zu stark, ich nehme keinen Schaden mehr. So, eine Klinge auspacken, damit die wenigstens ein bisschen trainiert wird. Und dann gehen wir weiter. Da reicht mittlerweile ein Ruckzuck-Hieb, um das Ding zu one-hitten. Na gut, wenn man mal bedenkt, wie stark ist der Ruckzuck-Hieb eigentlich schon. Ja, der hat schon ordentlich an Stärke dazu gewonnen. Und Ranu, wie geht's dir so? Was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Okay, hier ist zumindest die Treppe. Zahnklinge aufpoliert, yay. Oh, eine Maronbeere. Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt noch streamen werde. Ich weiß jetzt nicht. Also, diesen Dungeon mache ich hier auf jeden Fall noch fertig. Ich weiß bloß nicht, ob ich danach eine Pause oder Streamende machen soll. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber falls es eine Streampause ist, dann können wir danach gerne eine Runde quatschen oder irgendjemand anders, der Lust hat. Weil zugegebenermaßen ist nicht das Spannendste, was ich heute mache, aber das Attackenleveln gehört für mich bei dem Spiel einfach so dazu. Und außerdem ist es verdammt effektiv. Wow, eine einzelne Zornklinge reicht hier schon. Ich glaube, ich habe es mit dem Überleveln langsam echt übertrieben. Danke für das V-Roulette. Ach, mir macht es nichts aus, allein zu spielen. Bin sie eigentlich gewohnt. Deswegen genieße ich sie eigentlich die paar Male, wenn ich irgendwo mal was mit jemandem zusammen zocken kann. Was macht ihr zwei da? Wie schaut's denn an der Attackenpunktefront aus? Gut, Viridium gehen sie so allmählich ein bisschen aus. Beim Rest sieht's gut aus. Ich glaube, das hat.
Wir halten das, glaube ich, mittlerweile in den ganzen Dungeon durch. Level 26 für Viridium. Okay. Wind ist da, weiter geht's. Oh Moment, was liegt denn da noch? Eine Frakia-Beere. Und da Aeroas aufgestuft, dann geht's jetzt schon direkt auf den Weg zu Level 3 mit dem Aeroas. Wenn die nächsten 8 Balken durch sind, sind wir bei 3. Ja, bei Warcraft 3 spiele ich dann gerne wieder mit Dranu. So. Also Level 23 möchte ich in dem Dungeon eigentlich noch drin haben. Fehlen ja nur noch 620 EP. Das ist in 0, nichts erledigt. So viel EP wie die Gegner hier gerade geben. Wir haben jetzt auch eine sehr große Ebene. 97 EP. 62. Nochmal 97. Nochmal 95. Gleich müsste was haben. Müsste eigentlich gleich Domi wieder einen Level abhaben. Nee, diesmal kriegen wir ihn wieder gleichzeitig. Und jetzt kommt die Aquawelle. So, ich habe schon gesagt, dafür geht jetzt die Gewissheit drauf. Die brauche ich eh schon fast nicht mehr. Und wir haben eine neue Attacke. So, Domi kriegt auch einen Level up. Bei dem dauert es auch nicht mehr lang, bis der seinen Donnerblitz kriegt. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, die Aquawelle. Hätte ich gerne auf Y. Jupp, dann passt das so. Meine Distanzangriffe sind immer auf der Y-Taste. Ich werde es übrigens in Zukunft immer so machen, dass ich die ganzen Story-Dungeons jetzt in Zukunft mehr oder weniger durchrushen werde. Und das ganze Trainingsgedöns hier eigentlich nur in den Job-Dungeons machen werde. Wird sonst ein bisschen zu viel. Wir wollen hier in dem Spiel auch noch ein bisschen vorankommen. Auf meiner To-Do-Streamlist. Erstmal diesen Dungeon fertig machen und vielleicht noch bis zum nächsten Story-Event spielen. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt demnächst triggert, aber es sollte jetzt bald eigentlich soweit sein. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auf die Zielebene. So, jetzt müssen wir nur noch die modische Brille suchen.
Hier liegt erstmal Geld. Ein Top-Elixier. Ein Schaden, ist ja süß. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht sofort gegenheilen würde. Können wir ja mal anfangen, die Aquavelle ein bisschen zu leveln. Die werde ich nämlich auch eine Zeit lang haben. Ziemlich genau so lange, bis ich die Hydropumpe kriege. Und die Hydropumpe kommt mit Level 43, glaube ich, erst. Also bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Das sind noch ganze 20 Level. Jetzt können wir auch ein bisschen aus der Distanz mal angreifen. Ja, Moment, da sind noch ein paar Gegner. Die möchte ich jetzt schon gerne noch verkloppen. So, dann nehmen wir das Item hier mit. Und dann gehen wir raus hier. Waren lange genug hier drin. Wenn dieses Spiel ein Hungersystem hätte, könnte man nicht so hart überleveln. So, ich wollte jetzt sowieso erstmal wieder eine kurze Streampause machen. Und ja, ich glaube, ich werde dann auch noch ein bisschen weitermachen, aber nicht mehr allzu lang. Also, wir sehen uns direkt nach der Pause wieder. Machen wir mal den Pausenscreen heute rein, der von Pokémon Super Mystery Dungeon.